Guten Morgen und Ihnen allen einen gesegneten und ruhigen Sonntag an diesem herbstlichen Morgen. Das erste Lied scheint auch dazu zu passen. Wir singen nämlich 440, Allmorgen ist ganz frisch und neu, und heute Morgen war es frisch. Also Allmorgen ist ganz frisch und neu, 440, die Verse 1 bis 4. Und wenn Sie dann bitte auch den Psalm gleich aufschlagen möchten für den heutigen Tag, das ist die Nummer 760. Also erst das Lied 440 und dann der Psalm Nummer 760. Der Wochenspruch ersteht in Matthäus 25, Vers 40. Christus spricht: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir getan. Und dann wollen wir beginnen mit diesem Gottesdienst. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lesen wir den Psalm im Wechsel. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn der Herr wird ewig leiden, der Gerechte wird vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabzieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Solange du das Ziel unserer Wege bist, dürfen wir erhobenen Hauptes einhergehen, angstfrei. Gefahr lauert nur da, wo wir andere Ziele verfolgen, weil die Abgründe so verlockend sind, weil der Reiz des Verbotenen so stimulierend wirkt. Es schmeichelt uns, wenn das Böse uns zum Zentrum seines Begehrens macht. Wir sehen uns gern in der Rolle des Opfers. Wenn schon, dann wollen wir selbst die Nächsten sein, denen auf wunderbare Weise geholfen wird. Vater im Himmel, es fällt uns nicht leicht, uns zu unserer Mittäterschaft
am Totschlag des Lebens heute zu bekennen. Dein guter Geist leite uns bei der Qual der Wahl zwischen dem breiten Weg der Schuld und dem schmalen Pfad, den du uns zu gehen heißt. Jetzt komm in unsere Mitte, rühr uns mit deinem Wort an und bau uns auf. Amen. Der Predigttext steht im 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist so schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So werde mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden gegen Osten. Halleluja! Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Halleluja! Schlagen Sie bitte auf das Lied 343. Davon wollen wir die ersten drei Verse singen. 343. Thank you.
Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte von Kain und Abel kennen wir alle wahrscheinlich von Kindesbeinen an. Sie ist uralt, sie gehört zum ersten Teil der Bibel, der sogenannten Urgeschichte, dazu. Warum ist sie eigentlich geschrieben worden? Warum steht sie am Anfang der Heiligen Schrift? Nur um zu sagen, dass Mord eine schlimme, schreckliche Sache ist? Nein, so glatt sind die Worte der Bibel nicht gemeint. Bevor Sie meinen, Sie kennen diese Geschichte nun in- und auswendig, alles sei doch im Grunde klar und verständlich, möchte ich Sie bitten, sich doch mal die ganze Geschichte nochmals durch den Kopf gehen zu lassen. Wir haben erfahren, Kain handelt böse und wird dadurch zum Mörder, dafür wird er bestraft. Aber wenn wir den Text genau uns anschauen, dann merken wir, er hat eine Vorgeschichte, so wie jeder Mord auf dieser Welt auch eine Vorgeschichte hat. Da lesen wir, Gott sah das Opfer des Abels positiv an, das des Kain aber nicht. Abel fand also Gnade vor Gott und Kain nicht. Und ich frage Sie als neutraler Beobachter dieser Geschichte, wieso steigt denn der Rauch bei den beiden so unterschiedlich auf? Es ist für mich enttäuschend, dass dieser Text mir diese kriminalistische Frage offenbar nicht beantwortet. Oder vielleicht doch? Was ist denn die Urteilsbegründung für diesen ersten Mord der Weltgeschichte? War Abel ein besonders frommer Mensch, moralisch hochstehend, und Kain dagegen ein Schuft, ein notorischer Lügner, ein windiger, durchtriebener Drecksack? Auch das erfahren wir aus der Bibel nicht. Sie teilt uns im Grunde nur das ganz Wesentliche mit. Aber wie kommt es, dass zwei Söhne, die von den gleichen Eltern abstammen, genetisch also gleich sind, so unterschiedlich sind? Eigentlich ist diese Frage müßig. Ich habe nur einen Bruder, aber wir sind Gegensätze, wie wir größer nicht sein könnten. Und garantiert haben wir den gleichen Vater und die gleiche Mutter. Vielleicht kennen Sie ähnliche Fälle aus Ihrer Verwandtschaft und aus Ihrer eigenen Biografie, dass Wesensunterschiede in der Familie oft zum Zerreißen sind. Kain und Abel üben damals für die damalige Zeit angesehene Berufe aus. Bauer und Hirte. Beide treten an den Altar und bringen das Beste, was sie von dem, was sie haben, das Beste ihrer Schafe und das Beste der Früchte des Ackers. Beide opfern auch in der besten Absicht, sodass sich die Frage stellt, warum passt Gott dem einen sein Opfer nicht, dem anderen sehr wohl? Ist Gott willkürlich? Hat er was gegen den Kain? Wir alle kennen das aus unserem eigenen Umfeld.
Da klebt dem einen buchstäblich das Pech an den Händen. Er erlebt Schweres, manches Unglückhafte. Manche Grausamkeiten muss er durchstehen. Und am Schluss bekommt er von seinem Arbeitgeber noch die Kündigung, wird zu einem Langzeitarbeitslosen, der nur ganz schwer zu vermitteln ist. Und da ist der andere, dem klebt das Glück schier an den Händen. Er hat sich nie um seine Weiterbildung gekümmert, aber bei ihm klappt alles wie am Schnürchen, selbst im Lotto holt er einen Volltreffer raus, hat einen stabilen Arbeitsplatz, aus den Kindern ist was Rechtes geworden, aus den Enkeln auch. Wieder entsteht die gleiche Frage wie bei Kain und Abel, warum ist das so? Eine Spur zu dem Geheimnis, das wir doch nicht ganz lösen können, sind die Namen dieser Kontrahenten. Kain heißt auf Deutsch, ich habe einen Mann gewonnen. Das heißt, dieser eine wird die Ehre der Sippe vertreten. Er ist kräftig, er ist verlässlich, ein Schaffer vor dem Herrn. Unser ganzer Stolz der Familie, auf den können wir bauen, sozusagen unser Wunschkind. Abel dagegen heißt Hauch, Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Hinfälligkeit. Das bedeutet doch, wenn Eltern ihren Kindern solche Namen geben, dass der eine von Anfang an im Schatten des anderen gestanden ist. Abel spielt für die Eltern offenbar nicht die Rolle, wie Kain es spielt. In fast jeder Talkshow, die es früher im Fernsehen zuhauf gab, ging es letztlich um solche Konflikte, dass innerhalb einer Familie der eine glaubt, immer auf der Verliererstraße zu sein, wogegen der andere immer meint, Sieger über alles sein zu müssen. Es ist so, als wäre die geschwisterliche Rivalität hausgemacht, den Kindern sozusagen mit in die Wiege hineingelegt. Man wäre für ein solches Desaster nicht Gott, sondern eben die Eltern verantwortlich. Und dann wäre das Aufsteigen des Rauches zum Beispiel nur eine Beobachtung aus der jeweiligen Perspektive des einen, in der die Geschwister psychisch zueinander stehen. Wer seinen Kindern solche Namen gibt, darf sich nicht wundern, wenn es zu einer Rivalität kommt und es eines Tages knallt. Kain meint offenbar, dass er in allen Fällen das Recht genießt und Abel ihm zu gehorchen hat, untertan zu sein hat. Und genauso wie Abel sich ihm unterordnet, muss sich letztlich Gott ihm auch unterordnen. Ist uns ein solcher Gedanke so fremd? Wie oft geschieht es in Familien, dass der eine den Ton angibt und der andere muss oder die anderen müssen, ob sie wollen oder nicht, parieren, nach seiner Pfeife tanzen, ja nicht aufbegehren. Sie werden ausgenutzt, sie werden als Arbeitstier missbraucht, haben eine opfernde, hingebende Rolle. Bei alledem wird Kain, der zum Mörder wird, uns nicht als gottlos dargestellt. Im Gegenteil, er geht ja gerade hin und opfert Gott. Die Frage ist nur, wo ist in dem Augenblick des Opferns sein Herz? Ist es dabei? Opfert er nur, weil es sich so gehört, gleichsam aus purer Gedankenlosigkeit oder aus Gewohnheit? Oder opfert er, weil ihm das wichtig ist, weil Gott ihm wichtig ist? Das kennen wir auch alle. Wir beten Sonntag für Sonntag hier im Gottesdienst das Vaterunser, aber denken nicht im Geringsten daran, dem zu vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Wir beten nachher auch wieder diese Worte, wahrscheinlich ohne tiefer drüber nachzudenken. Was müsste sich denn ändern, damit das Verhältnis zu dem oder der anderen Person ein anderes würde? Ich müsste mich ändern und das will ich nicht. Was erwartet denn Kain am Opferaltar? Nur, dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn bestätigt. Etwas anderes darf Gott nach in seiner Optik gar nicht tun. So wie Kain den Abel in der Hand hat, so hat er letztlich, glaubt er jedenfalls, Gott in der Hand. Gott muss doch mein Opfer annehmen.
Der hat doch gar keine andere Wahl. Er muss es, weil ich es bin. Ich bringe ihm dieses Opfer, aber Gott reagiert nicht so, wie Kain es will. Er gibt diesen eitlen Menschen keine Selbstbestätigung, die er letztlich fordert. Das kenne ich auch. Da sagen Menschen, ja klar, sie müssen mein Kind taufen. Sie müssen unsere Tochter konfirmieren. Sie müssen uns beide trauen. Sie müssen doch meinen Mann beerdigen. Und warum? Weil in der Optik der meisten die Kirche zu einer Serviceagentur degeneriert ist. Man holt sich das, was man braucht, und taucht danach wieder unter in der Menge der Gemeinde, bis man die nächste Serviceleistung abfordert. Ich muss gestehen, das macht mir zunehmend zu schaffen. Als Gott nicht so macht, wie er will, da wird dieser Kain wütend. Neidisch sieht er auf das, was der andere hat, auf das angenommene Opfer seines Bruders Abel, und langsam gebiert die Wut in ihm nur einen einzigen Gedanken. Der muss weg. Der stört. Der behindert mich in meiner Lebensentfaltung. Haben Sie nicht auch schon mal solche Gedanken gehabt? Wenn es die oder den nicht gäbe, dann ging es mir besser. Wenn es die oder den nicht gäbe, dann hätte ich nicht so viele Konflikte in meinem Alltag. Und aus dem Gedanken wird so schnell eine Tat. Jeder Mord fängt mit Gedanken an. Auch jeder Mord mit Worten übrigens. Die beiden reden noch vorher miteinander, wie wir gehört haben, aber worüber sie gesprochen haben, das wissen wir nicht. Es muss also kein konstruktives, kein auf den Bruder zugehendes Gespräch gewesen sein. Weit weg vom Altar, auf dem Feld, von dessen Ertrag beide Brüder leben, erschlägt Kain seinen Bruder. Seit diesem Geschehen hat die Erde unendlich viel Blut getrunken. Seitdem ist es immer wieder neu geschehen. Der erste Mord hat eine Kettenreaktion hervorgerufen, die bis zur Stunde noch anhält. Ich las vorgestern, dass in der Stadt New Orleans in Amerika pro Tag 40 Menschen ermordet werden. In Deutschland waren es im letzten Jahr 290. Wie viele tausend Liter Blut hat diese Erde seit diesem Geschehen schon trinken müssen? Aber Gott ist nicht fern. Er registriert, was auf seiner Erde geschieht. Nach dem Sündenfall fragte Gott den Adam: Adam, wo bist du? Jetzt fragt Gott erneut: Wo? Wo ist dein Bruder Abel? Darin steckt nicht nur die Frage, was er mit seinem Bruder gemacht hat, sondern was er auch mit dem Schöpfer angestellt hat. Gott ist nicht in einem fernen Jenseits abgewandt von uns, sondern als Schöpfer des ganzen Universums ist er unserer Erde sehr, sehr nah. Gott hat immer was auch mit meinem Alltag zu tun. Und ich hoffe, Sie haben das alle schon erlebt. Wo ist dein Bruder Abel? Gott ist nicht nur an meinem Gebet, an meinem Gesang, an meinem Glaubensbekenntnis interessiert, sondern daran, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um. So wie wir es vorhin gesungen haben. Ob ich lebe, was ich da bekenne im Gottesdienst. Wo trifft denn der Ruf Gottes den Kain? Nicht am Altar, sondern auf dem Acker, sozusagen in seinem Alltag, da wo sein Arbeitsfeld ist. Sie fragen vielleicht, was geht das Gott an? Aber der Abel war nicht das Eigentum seiner Eltern. Abel war auch nicht nur der Bruder vom Kain. Keiner gehörte sich selber. Wir alle sind letztlich Gottes Eigentum. Von ihm mit ganz viel Liebe und Verstand gemacht, jeder sozusagen ein Prototyp für diese Welt.
Und wenn Abel auch der Nichtige, der Hinfällige heißt und Menschen ihn vielleicht als schwächlich beurteilen, für Gott ist Abel, jeder Abel heute, ganz arg wichtig. Und wenn jemand mit einer Behinderung lebt und vielleicht rumgeschubst wird auf dieser Erde noch und noch, in Gottes Augen ist er ein wertvoller Mensch. Und was wir ihm antun, das tun wir Gott an. Und wie reagiert nun Kain auf die Frage Gottes? Im Grunde wie ein Pubertierender, rotzig und frech. Seine Antwort ist sogar sehr, sehr zynisch. Wenn man sie anschaut, steht wortwörtlich da: Was geht mich der an? Soll ich den Hirten hüten? So wortgewandt ist dieser Kain. So wenig steht er unter dem Schock des eben Erlebten. Soll ich den Hirten hüten? Kain, was bist du nur für ein eiskalter Zeitgenosse? Du gehst über Leichen, so wie es deine Nachfahren danach millionenfach auch taten. Kain, wie ernst nimmst du denn eigentlich Gott? Mit einem Male merkt dieser Kain, ich war mit dem Abel ja gar nicht allein auf dem Feld. Da gab es ja einen Zuschauer. Und die Frage Gottes, was hast du getan, ist der Schlüssel zu seiner Erkenntnis. Was ihm Gott dann sagt, macht ihm das Ausmaß seines Tun deutlich. Du Kain wirst in deinem Leben Vergeblichkeit erfahren. Ab sofort wird das Wort umsonst zu deinem Wortschatz gehören. Für all dein Tun kann man nur sagen, umsonst. Du wirst nicht die Frucht bekommen, die du von deinem Acker erwartest. Du wirst ein heimatloser Mensch sein. Du wirst die Geborgenheit, die ich dir mal geschenkt habe, schlagartig verlieren. Das ist die Strafe für dich. Wer sich an den Mitmenschen vergeht, muss also grundsätzlich mit göttlichen Konsequenzen rechnen, bis auf den heutigen Tag. Und dann erfolgt die Ausweisung in das Land Not. Not ist ein hebräisches Wort und heißt auf Deutsch Ruhelosigkeit. Das wird dein Los sein. Du wirst hin und her geschubst werden. Du wirst niemals Heimatgefühle richtig entwickeln können. Geborgenheit, inneren Ausgleich, den suchst du vergeblich. Ein verpfuschtes Leben, das wird dein Schicksal sein. Ein Leben, in dem ganz viele existenzielle Wünsche für dich offen bleiben. Das ist die Konsequenz, die du als Mörder zu tragen hast. Aber eine, die immer noch viele bis auf den heutigen Tag fordern, spricht Gott, der Schöpfer des Lebens, nicht aus. Die Todesstrafe. Wenn das doch auch mal die Amerikaner begreifen würden. Ist das nicht merkwürdig? Gott stellt den, der zum Mörder wurde, im Letzten noch unter seinen Schutz. Und später macht Gott das mit Mose und mit David, die auch zum Mörder wurden, genauso. Gott ist unendlich gerecht und ein Freund des Lebens, sodass wir alle von ihm nur lernen können. Bei Gott erhalten wir alle eine zweite Chance zur Bewährung. Die Frage ist, ob wir sie nutzen. Denn morden kann man nicht nur mit Waffen, auch mit Worten. Amen. Schlagen Sie bitte auf das Lied 326, die Verse 3 und 5. 326, Vers 3 und 5.
dass du bei uns bist auf allen unseren Wegen und dass du keinen von uns alleine lässt, auch wenn wir geschlagen werden von manchen Tücken des Lebens. Wir bitten dich für uns, die wir andere immer wieder allein lassen oder uns abwenden vom Leid dieser Welt und von den Nöten des Nächsten. Auch wenn wir den anderen am liebsten dahin wünschen, wo der Pfeffer wächst, öffne unsere Augen, damit wir unsere Mitmenschen mit den Augen deiner Liebe anblicken und ihnen wahrhaft zum Nächsten werden. Wir bitten dich für die Menschen, die in unserer Welt nur noch auf das Ihre schauen, die kaum den Reichtum dieser Erde wahrnehmen, weil sie das Andere oder das Fremde ablehnen. Öffne ihre Augen für die Fülle und die Mannigfaltigkeit deiner Schöpfung. Wir bitten dich für die Menschen, die krank sind, die einsam und allein ihre Schmerzen ertragen müssen. Lass du sie nicht allein in ihrem Leiden und öffne den Menschen in ihrer Nähe die Augen für deren Bedürfnisse. Und wir bitten dich für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Öffne unsere Augen, dass wir nicht achtlos an ihnen vorbeilaufen, sondern auf sie zugehen, sie einbeziehen, sie Gemeinde erleben lassen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in unserer Welt auf der Flucht sind und hungern müssen oder ausgebeutet werden. Hilf uns dagegen zu tun, was uns möglich ist, was in unserer Macht steht. Und lass uns nicht zur Ruhe kommen, bis sich unsere Not wendet. In der Stille sagen wir dir nun das, was nur du allein wissen sollst von uns. Höre unser Gebet. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Amen. Zum Schluss lasst uns noch das Lied 667 singen. 667.
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Joost, dass Sie mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Ebenfalls danken darf ich dem Organisten, Herrn Schächtele. Danke, dass Sie bereit waren, heute als Urlaubsvertretung einzuspringen. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden Sonntag, dem 5. September, um 9.45 Uhr auch wieder mit Herrn Pfarrer Joost. Einen weiteren evangelischen Gottesdienst feiern wir ebenfalls am kommenden Sonntag, dem 5. September um 11.15 Uhr in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde St. Stephan in Guttenheim und auch wieder mit Pfarrer Joost. Vielen Dank für die Kollekte vom vergangenen Sonntag in Höhe von 108 Euro. Das Opfer nach dem heutigen Gottesdienst ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne die Geber und die Gaben. Das Pfarrbüro bleibt noch bis zum 13. September geschlossen. Am Samstag, den 11. September, feiern wir um 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst der evangelischen Erstklässler und aller anderen Einschulungskinder mit ihren Familien, die den Gottesdienst mit uns feiern möchten. Gemeindefest am 12. September. Sieht gar nicht so nach Fest aus, aber wir werden sehen. Wir feiern Gemeindefest dieses Jahr in Form eines Picknick-Gottesdienstes bei hoffentlich gutem Wetter im Pfarrgarten neben der Kirche. In diesem Gottesdienst möchten wir unsere langjährige Kindergartenleitung, Frau Fröhlich-Jörger, mit dem Segen Gottes in den Ruhestand verabschieden. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Anschließend wird an Ort und Stelle gepicknickt. Bitte bringen Sie also für Ihre Familie eine eigene Picknickdecke und eigenes Essen mit. Getränke gibt es bei uns, ebenso Bierbänke und Tische für alle, die nicht auf dem Boden sitzen können. Sollte das Wetter absehbar regnerisch werden, melden wir uns rechtzeitig mit einem geänderten Plan. Am Freitag, den 3. September um 19 Uhr trifft sich der Kirchengemeinderat im Gemeindehaus zu Absprachen für dieses Gemeindefest. Der Wochenspruch haben wir schon mal gehört heute. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Das habt ihr mir getan. Darf Sie bitten, aufzustehen. Am Freitag wurde unter Gebet und Segen zur letzten Ruhe begleitet Frau Helene Konstanzer, geborene Flubacher. Die wohnte früher in der Hauptstraße 58. Sie wurde geboren am 11.02.46 und verstarb am 21.08. in Breisach. Wir haben sie verabschiedet mit dem Bibelwort aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lebendiger Gott, nun bitten wir dich für alle die Angehörigen, die traurig sind. Lass sie zurückschauen in Dankbarkeit auf das, was sie mit der Verstorbenen an Gutem erlebt haben, wie viel Lebensfreude und Kraft von ihr ausging, aber dass du auch in den schweren Stunden ihr nahe warst und dass du sie durchgetragen hast durch das enge Tal des Todes in dein Reich. Wir sagen dir Dank für alle Liebe, die von ihr ausging und auch für den Glauben, den sie hatte, die Gewissheit, dass am Ende des Weges du selbst bist. Stärke darum alle die, die jetzt traurig sind und lass uns gewiss sein, dass sie dein Heil schaut. Amen. Nun geht eure Wege unter dem Segen und dem Frieden, den Gott uns gibt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch